Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zur Fortsetzung der kurz-lang erklärt Reihe im Jahre 2021. Ja, ich wollte mal wieder back to the roots und mal wieder ein paar Erklärbär-Videos machen. Und heute fangen wir mit den Abschäumern an. Es werden noch weitere folgen. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, danke fürs Dranbleiben und wir gehen dann auch mal direkt schon in medias res. Grundsätzlich die Frage, brauchen wir einen Abschäumer? Da kommt es drauf an, was ich im Endeffekt pflegen will. Möchte ich nur Korallen pflegen, dann ist es, ich sage jetzt mal zu 80, 90% so, dass ich rein ohne Abschäumer das Becken fahren kann, weil auch nicht so viele oder fast keine organischen Abfallstoffe entstehen. Das sind ja nicht nur organische Abfallstoffe, es sind Harnsäuren, Lipide, Peptide, was haben wir noch? Müsste ich jetzt nachlesen, sage ich euch gleich. Aber das ist die grundsätzliche Aussage, wenn ich ein reines Korallenbecken pflegen möchte und keine Tiere brauche zur Pflege der Korallen oder zur Pflege der Steine, die mir im Endeffekt organische Materialien eintragen oder nur im geringen Maße, dann kann ich ein Meerwasserbecken natürlich auch komplett ohne Abschäumer betreiben. Ja, gut, das wollen wir jetzt hier aber in dem Video nicht wissen. Hier geht es darum, warum ich einen Abschäumer brauche, wenn ich einen brauche und wie das Ding funktioniert. Grundsätzlich gibt es verschiedene Ausführungen von Abschäumern. Ich kann sie im Technikbecken verbauen, was die häufigste Methode ist. Ich kann sie ins normale Hauptbecken reinhängen. Da gibt es Innenabschäumer, da gibt es Hang-On-Versionen. Dann gibt es motorbetriebene Abschäumer, dann gibt es Abschäumer, die mit Lindenholzausströmer funktionieren. Und ja, so in so einem groben Abriss zeige ich euch gleich mal, warum, weshalb, wieso, wo die Unterschiede sind. Grundsätzlich erfüllt der Abschäumer bei uns im Becken mehrere Aufgaben. Die erste ist natürlich, die Hauptaufgabe ist, dass er natürlich die entsprechenden Eiweißverbindungen, organische Verbindungen, hatte ich eben schon gesagt, Harnsäuren, Peptide, jetzt muss ich gerade eben mal kurz schauen, ach ja, Lipide und Aminosäuren unter anderem aus dem Becken rausziehen kann. Aufbau eines Abschäumers, eines motorgetriebenen Abschäumers ist so: In der Regel haben wir einen Motorblock, da sitzt ein entsprechendes Laufrad drin, beziehungsweise eine Läufergruppe, die darauf angepasst ist, die Luft, die der Abschäumer anzieht, klein zu verwirbeln, beziehungsweise die Luftblasen, die reinkommen, noch kleiner und feiner zu machen, ich sag mal zu zerschlagen, die Luftblasen, um extrem viele kleine Luftblasen herzustellen. Und diese Luftblasen sind, ja, ich glaube, ein wenig aufgeladen. Und diese Aufladung sorgt dafür, dass entsprechende Eiweißverbindungen und Harnsäure, Lipide, Peptide, Aminosäuren etc. pp. Dann an diesen Luftblasen haften und in diesem Strom, in diesem Kontaktrohr dann nach oben getragen werden. Dann bildet sich dann oben ein Sammelsurium aus Eiweißverbindungen und bildet einen festeren Schaum. Dieser feste Schaum steigt dann langsam aber sicher in diesem Kontaktrohr hoch in den entsprechenden Schaumtopf und wird dann oben rüber gedrückt. Sobald, ich sag mal, dieser Schaum oben rüber gedrückt wird, verliert er ein kleines bisschen an Festigkeit und das Ganze geht dann runter in den Schaumtopf und sammelt sich dort. Mit der Zeit, je nachdem wie feucht oder wie nass ein Abschäumer eingestellt ist, bildet sich dann da eine entsprechend, ich sage mal, dunkle oder helle Brühe, also sprich das Absorbat. So, ja, wo wir dann schon gerade beim Absorbat sind, wollen wir hier noch ein kleines bisschen Mythbuster betreiben. Viele denken, je dunkler das ganze Zeug ist, desto mehr wird rausgeholt.
Das ist so nicht ganz richtig. Die Konzentration der entsprechenden Brühe des Absorbats, die sich dann in dem Abschäumertopf befindet, weil immer nur eine Kleinigkeit rausgeholt wird, aber natürlich auch eine Menge, in Anführungszeichen, an diesem Schaum dranhängt, sorgt dafür, dass natürlich eine entsprechende hohe Konzentration dieser Brühe, dieser Eiweißbrühe, dieses Absorbates entsteht. Es ist im Endeffekt so, wenn ich mehr Material aus diesem Becken herausziehen möchte. Dafür gibt es übrigens auch noch ein Video von mir, Nährstoffkontrolle leicht gemacht. Da habe ich das Ganze mal erklärt, noch zusätzlich. Blende ich euch oben ein, den Link. Wenn ich jetzt mehr Material raushaben möchte, dann muss ich meinen Abschäumer auch nasser einstellen. So, jetzt werden viele sagen, ja, da kommt aber viel Wasser mit raus. Richtig. Aber es wird aus mehr Material insgesamt rausgetragen. Früher oder später, je nachdem, wie groß das Becken ist, wie groß der Abschäumer dimensioniert ist, wird dann dementsprechend das Absorbat wieder langsam dunkler. Erstmal muss es aussehen wie Eistee, wenn man viel rausholen möchte. Da muss man aber auch hingehen und jeden Tag, ich sage jetzt mal, den Abschäumer leer machen und die entsprechende Menge an Absorbat oder an Wasser oder an Material, was halt im Topf drin ist, dem Becken auch wieder zuführen. Ansonsten habt ihr Dichteverschiebungen, beziehungsweise die Dichte geht dann ganz schnell nach unten, weil euer Osmosewasser immer schön brav nachläuft. Und ihr nehmt ja immer nur Salzwasser raus. Also darauf achten, solltet ihr den Abschäumer nass eingestellt haben, um relativ, ich sage jetzt mal, um eure Nährstoffe nach unten zu drücken über längere Zeit, bitte darauf achten, dass ihr Salzwasser nachfüllt in der entsprechenden Menge zum Absorbat. Also sprich, wenn ihr einen 1-Liter-Topf oben habt, 1 Liter Absorbat raus, 1 Liter Salzwasser nachfüllen. Jetzt hatte ich eben gesagt, dass unser Abschäumer natürlich mehrere Funktionen erfüllt. Eine davon ist natürlich, die Hauptfunktion ist klar, den ganzen Mist, den wir im Aquarium nicht drin haben wollen, rauszuholen. Das zweite, dadurch, dass wir natürlich mit Sauerstoff arbeiten, beziehungsweise mit der Umgebungsluft des Raumes, weil es wird ja Umgebung in der Regel Umgebungsluft des Raumes angezogen und dann zerschlagen und im Abschäumer ins Reaktionsrohr reingedrückt, ist es so, dass wir natürlich auch das Wasser mit Sauerstoff anreichern. Das ist die zweite Funktion, die unser Abschäumer natürlich unter anderem hat. Wir reichern das Wasser mit Sauerstoff an und dieses angereicherte sauerstoffhaltige Wasser ist natürlich für unsere Fische und für die Gesamtbiologie in unserem Becken wichtig. Was auch noch hinzukommt, ist, dass wir über unseren Abschäumer auch unseren pH-Wert im Gesamtbecken stabilisieren bzw. ändern können, indem wir an der Luftansaugung des Abschäumers einen Schlauch anbringen, der zu einem Behälter mit Atemkalk führt. Dieser Atemkalk entzieht der Umgebungsluft das CO2 und sorgt dafür, dass dadurch unser pH-Wert, ich sag mal, ansteigt. Ich habe in meinem Hauptbecken momentan dadurch einen pH-Wert zwischen 8,0 in der Nacht am tiefsten Punkt und tagsüber zwischen 8,3 bis 8,4 circa. Und das ist auch ein Hauptgrund, wenn wir wenig lüften tagsüber und haben keinen Atemkalk am Abschäumer angeschlossen, dann kann es sein, dass unser pH-Wert zu weit absackt. Und ein pH-Wert, der zu weit unten ist, ist nicht förderlich für unsere Gesamtbiologie. Also sollte man auch darauf achten. So, jetzt könnte man sagen, viel bringt viel und holt auch genug raus. Das mag in verschiedenen Sachen richtig sein, aber bei dem Abschäumer sollte man grundsätzlich darauf achten, dass man die, ich sag mal, Herstellerangaben einigermaßen beachtet. Ich habe zum Beispiel unten in meinem Becken einen RSK 300 von Rezi im Moment am Laufen. Und der ist für diese Beckengröße unter anderem auch geeignet. Aber es kommt auf den Korallenbestand an, es kommt auf den Fischbesatz an. Und theoretisch arbeitet mein Abschäumer am Limit. Das heißt, ich müsste die nächstgrößere Variante haben. Jetzt ist es so, dass wenn ich mir einen zu großen Abschäumer kaufe, der meinetwegen für Becken bis 1500 Liter geeignet ist, dieser erst gar nicht vernünftig zum Arbeiten kommt, weil das entsprechende Material nicht da ist. Und das, was da ist, holt er sehr schnell raus. Hatte ich ja eben gesagt,
unter anderem auch Aminosäuren, die natürlich durch die Ausscheidung noch hinzugegeben werden. Und diese Aminosäuren sind unter anderem natürlich auch wichtig für unsere Tiere, beziehungsweise für die Korallen. Die benötigen die. Wenn wir jetzt also einen Abschäumer haben, der zu groß ist oder zu viel Leistung hat, dann ziehen wir uns zu viel Material raus und somit kommen die wichtigen Stoffe, die dann auch hier und da bei der Abfallkette, ich sag jetzt mal, entstehen, kommen gar nicht zum Tragen oder nicht so, wie es sein könnte. Neben der Größe, die natürlich dann doch in der Aquaristik eine Rolle spielt, nämlich die richtige Größe, ist es natürlich auch wichtig, welche Modellart ich haben möchte, beziehungsweise ich mir zulege. Mittlerweile gibt es so viele verschiedene Varianten. Es gibt Abschäumer, die haben ihren Motor im Body verbaut. Es gibt Abschäumer, die haben ihren Motor extern verbaut. Wenn ich jetzt wenig Platz im Technikbecken habe, wie zum Beispiel in meinem Projektbecken, blende ich euch mal eben ein, dann ist ein Abschäumer mit einem Motor im Body natürlich sehr viel praktischer, weil ich den Platz effektiv ausgenutzt habe. Hat natürlich im Umkehrschluss den Nachteil, dass ich, wenn ich das Ganze mal reinigen will, dass ich natürlich, oder nur den Motor mal reinigen will, dass ich alles dafür auseinanderbauen muss. Dann ist es so, dass es mittlerweile geregelte Motoren gibt, also DC-Motoren, die mich in die Lage versetzen, meine, ich sage es mal, zugeführte Luft oder meine zerschlagene Luft im Abschäumer darüber zu regeln. Also sprich, die Menge an Wasser, die ich reinziehe und gleichzeitig die damit eingezogene Luft, kann ich über den geregelten Motor dementsprechend hingehen und das regeln. Bei 220 Volt Pumpen ist es nun mal so, wir haben eine Geschwindigkeit und der pumpt das Maximale rein, was geht. Da musste ich dann damals hingehen und da gab es dann Stellräder für die Luft, um die Luftzufuhr zu reduzieren und somit darüber meine, ich sag mal, Steuerung neben dem Wasserstand im Abschäumer natürlich einzustellen. Dann ist es so, dass es mittlerweile ja auch, nicht mittlerweile, die gibt, das sind eigentlich die Abschäumer, die als erstes existiert haben, die nicht motorbetriebenen, sondern die luftbetriebenen Abschäumer, die mit einem Lindenholzausströmer betrieben werden. Diese Lindenholzausströmer sind extrem, ja, ich sag mal, die haben extrem feine Poren und produzieren dann diese feinen Blasen, die wir brauchen, damit das mit dem Abschäumen im Kontaktrohr und dann anschließend oben dann funktioniert. Ist eine sehr feine Sache, ist relativ laufruhig, weil man hat ja im Prinzip nur, ich sage es mal, das Problem, dass man eine leise Sauerstoffpumpe finden muss, also eine leise Luftpumpe. Hat aber auch den Nachteil, ich muss den Lindenholzausströmer relativ oft tauschen. Das kommt darauf an, was ich für eine Nährstoffbelastung im Becken habe. Dann kommt es darauf an, wie viel Luft durchgeht. Und grundsätzlich gibt es bei diesen Abschäumern auch die Problematik, Lindenholz ist ein Naturprodukt und Naturprodukte sind nun mal nicht genormt. Mal sind die Bläschen was von diesem Stein zu Stein, mal etwas feiner, mal etwas grober. Das kann man nie hundertprozentig sagen. Also jetzt einen neuen Stein dran machen, gucken, ja, läuft, funktioniert. Ist aber nicht immer das Gleiche. Also man muss dann mit der Luftmenge und mit dem Wasserstand ein bisschen arbeiten, um die gleiche Abschäumerleistung dann im Endeffekt wieder hinzukriegen. Das ist hier und da ein bisschen tricky. Also da sind mir die motorgetriebenen Abschäumer von heute lieber. So, das nächste, wo wir drauf zu achten haben, wenn wir natürlich jetzt den passenden Abschäumer gefunden haben für unser System, den wir einsetzen wollen, wir sollten darauf achten, dass wir den richtigen Wasserstand haben und natürlich den richtigen Standort. Beides spielt eine Rolle. So, jetzt spielen mehrere Faktoren erstmal grundsätzlich. Wenn ich einen neuen Abschäumer kaufe, dann schmeißt er mir in der Regel erstmal einiges an feinen Blasen unten raus. So, es gibt verschiedene Bauarten, die Abschäumer, die ein Steigrohr haben, wo ich an dem Steigrohr den Wasserstand einstellen kann. Dann gibt es Abschäumer, die das Wasser unten rauslassen,
Sprich, da ist unten in der Bodenplatte eine Öffnung drin, wo ich einen Schieber mit, wo ein Schieber drin ist, den ich dann öffnen oder schließen kann, um den Wasserstand zu regulieren. Aber neue Abschäumer oder und auch frisch gereinigte Abschäumer können erstmal dementsprechend Blasen rausschmeißen. Diese Mikroblasen sind für unser System, für das Aquarium und für unsere Korallen nicht wirklich zuträglich. Deshalb sollte man schauen, dass der Abschäumer an einer Stelle steht, wo sich diese Mikroblasen erstmal totlaufen können. Ist nicht immer machbar. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, es wäre ratsam bzw. es wäre schön, wenn dieses frisch mit Sauerstoff angereicherte Wasser, was wir gerade aus dem Abschäumer herauskriegen, am besten sofort hoch ins Hauptbecken pumpen könnten. Problem an der Sache ist, diese Mikroblasen, die sind wieder kontraproduktiv für unsere Korallen. Also muss ich schauen, dass ich entweder einen Blasenfang mir installiere, also wie so eine Art Schwamm, der zwischen dem Abschäumer und der Pumpe ist. Oder ich muss ihn weiter vorne postieren, eine Kammer vorher. Red Sea hat da zum Beispiel eine relativ gute Lösung. Die haben von der eigentlichen Technikkammer zur Klarwasserkammer einen Blasenfangschwamm eingebaut. Das heißt also, da interessiert es eigentlich relativ wenig bzw. gar nicht, ob der Abschäumer erstmal Blasen rauswirft. Aber das sind Sachen, die sollte man beachten. Was auch wichtig ist, für den Standort des Abschäumers bzw. für die Zuführung von Spurenelementen und ähnlichen Präparaten, die so, ich sag mal, über Dosierpumpen oder ähnliches zugeführt werden, die sollten nach Möglichkeit hinter dem Abschäumer zugeführt werden. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn ich Vitaminpräparate, je nachdem was dosiert wird, Spurenelementpräparate, vor dem Abschäumer ins Becken bringe, durchläuft es den ganz normalen Kreislauf, wird durch den Abschäumer gejagt und einige Stoffe können dann durch den Abschäumer natürlich entfernt werden. Wie gesagt, Spurenelemente zum Teil hier und da etwas, aber es gibt ja Spurenelementkomplexe, die dosiert werden, es gibt Vitamine, die dosiert werden, etc. pp. Einige Sachen davon können natürlich durch den Abschäumer wieder entfernt werden. Also ist auch darauf zu achten, dass wenn ihr eure Dosierung installiert, dass die so installiert wird, dass es am besten direkt ins Hauptbecken geht oder hinter dem Abschäumer ins Wasser kommt. Jetzt ist es so, wenn ich meinen Standort für den Abschäumer gefunden habe und den erstmal eingestellt habe, muss er natürlich eine gewisse Zeit lang laufen. Die Schaumbildung wird dann früher oder später einsetzen, je nachdem, was ich für Wasser habe, was ich für organische Verbindungen im Wasser habe. Wie der Abschäumer an sich eingestellt ist, habe ich vielleicht irgendwas im Wasser, was diese Schaumbildung verhindert. Da haben wir auch schon hier und da genug Beispiele für gesehen. Ne? Mein Abschäumer funktioniert nicht, der holt nichts raus, da kommt nichts raus. Man muss aber im Endeffekt auch so sehen, wenn nichts im Becken drin ist, dann kann auch nichts rausgeholt werden. Nitrat und Phosphat zum Beispiel sind zwei Dinge, die miteinander, ich sag's mal, in Verbindung stehen bei der Abschäumung. Ist das eine nicht da oder nicht nachweisbar im Becken, kann das andere nicht rausgeholt werden. ZB. Eine kleine Sache ist mir gerade eben noch durch die Lappen gegangen, die eigentlich mit einer der wichtigsten ist. Grundsätzlich ist es so, dass unser Abschäumer natürlich mit dem Wasserstand, der im Technikbecken oder an der entsprechenden Stelle herrscht, steht und fällt. Geht das Wasser was weiter nach unten, haben wir eine geringere Abschäumerleistung. Geht das Wasser weiter nach oben, schmeißt er mehr raus. Heißt im Endeffekt, dass wir dafür sorgen sollten, dass der Abschäumer an einer Stelle steht, wo entweder konstant immer der gleiche Wasserlevel herrscht oder wenn ich ihn zum Beispiel in der Klarwasserkammer installiert habe, die Möglichkeit habe oder eine Anlage installiert habe, eine Nachfüllanlage, die immer dafür sorgt, und zwar relativ zeitnah, dass das Wasser auf dem gleichen Level bleibt. Somit ist auch gewährleistet, dass die Einstellung, die ich vorgenommen habe, auch immer das gleiche Ergebnis rausschmeißt und bringt. Jetzt ist es so, dass unser Abschäumer natürlich auch in regelmäßigen Abständen gereinigt werden sollte. Beim Schaumtopf, ich sage jetzt mal, die normalen Aquarianer gehen heutzutage hin und lassen das Ding durchlaufen.
Dann setzt sich natürlich im Steigrohr innen Absorbat ab, beziehungsweise da bildet sich ein tiefschwarzer Bakterienfilm oder generell ein Bakterienfilm. Und wenn dieser Film auf dem Kontaktrohr und auf dem Steigrohr nicht entfernt wird, wird die Abschäumerleistung reduziert. Es ist ratsam, macht in der Regel wahrscheinlich keiner oder relativ wenig Leute, den Schaumtopf bzw. das Steigrohr regelmäßig zu reinigen. So gesagt wird alle 3 bis 5 Tage. Ich habe jetzt einen Abschäumer von Rezi, da habe ich ein Reinigungssystem drin, Entschuldigung, was ich im Prinzip nur drehen muss. Das sind so Reinigungslippen, die innen dran an diesem Steigrohr vorbeifahren und das Steigrohr säubern. Somit kann auch der Schaum wieder besser nach oben gelangen. Bei anderen Abschäumern, die haben es nicht. Einige lassen sich damit nachrüsten. Und ja, wie gesagt, je mehr da oben, ich sag mal, diese Mocke drin ist, desto schlechter schäumt er im Endeffekt ab. Das Abschäumerergebnis ist nicht so, wie es sein soll. Der Abschäumer selber, sprich Pumpe, Body etc., sollte so alle 5 bis 8 Wochen mal gereinigt werden. Also sprich, unten in der Pumpe setzt sich ja dann auch ein gewisser Bakterienfilm rein, der mal entsprechend gereinigt werden sollte. Die ganzen Schläuche etc. sollten auch gereinigt werden, damit der Abschäumer dann auch seine maximale Leistung bringt. Es gibt Leute, die gehen hin und lassen das Ding einfach durchlaufen und sagen, läuft doch. Kann man machen, tue ich aber nicht. Ja, alles in allem ist, wie ihr hört, seht bzw. und gesehen habt, der Abschäumer für unser normales Meerwasseraquarium, was wir mit Tieren betreiben bzw. besetzt haben, ein wichtiger bzw. der wichtige Bestandteil, zumindest nach momentanem Stand. Ich hatte ja am Anfang gesagt, es gibt Firmen, die bzw. Systeme, die komplett ohne fahren. Es gibt Möglichkeiten, Korallenbecken auch komplett ohne Abschäumer zu fahren. Aber alles in allem, wenn wir einen brauchen, wenn wir Fische drin haben und organische Verbindungen raustragen wollen, einfach und schnell raustragen wollen, ist der Abschäumer der richtige Abschäumer in der richtigen Größe mit der entsprechenden Einstellung die Wahl, die wir treffen sollten. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze ein bisschen näher bringen und freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis dahin, ich zähle auf euch, euer Weiber. Ciao.